Handel gibt es hier nicht, ne? Beinhaltet. Hä? Okay, Moment. Beachte die mögliche Verwässerung der Holzhütte. Genannt arme Vororte. Dafür müsst du einen Spielplatz bauen und Häuser in der Nähe platzieren. Das ist ganz einfach. Diese Häuser haben zwar nicht die beste Qualität und besten Lebensbedingungen, aber sie verbrauchen wenig Ressourcen. Ja, na und? Das interessiert mich nicht. Die Ressourcen, da kümmere ich mich schon drum. Hol dir arme Vororte. Nö. Beachte, dass nur Holzhütten mit zu armen Vororten werden, aber nicht andere. Obwohl, ich glaube, ich mache das einmal, um zu sehen, wie das aussieht. Was war das? Spielplatz, ne? Warum auch noch immer einen Spielplatz braucht, damit sich ein armer Vorort bildet. Teich. Da, Spielplatz. Mach ich mal hier so hin, oder? Gucken, was passiert. Zack. Verbesserung der Holzhütte. Arme Vororte. Einer oder weniger, einer oder mehr Spielplatz. Ja, weil die jetzt schon sich geupgradet haben, ne? Verstehe. Das heißt, ich brauche nur billige Holzhütten. Das mache ich mal hier oben. Hier. 5x5. Und in die Mitte den Spielplatz. Wobei die jetzt... Nee, genau. Die werden von gar nichts versorgt. Das heißt, das müsste eine Holzhütte sein. Sehr gut. Dann mache ich mal hier... Nee. Hier. Spielplatz in die Mitte. So. Und jetzt müsste es theoretisch... armer Vorort werden. Wovon wird der denn versorgt? 15 oder mehr. Ach so, weil hier so viele Leute sind, oder wie? Aha, da sind doch arme Vororte. Interessant. Auf die gleiche Weise, wie du Eisenbergarbeiterhäuser gebaut hast, kannst du Kohlebergarbeiterhäuser bekommen. Baue Häuser in der Nähe einer Kohlemine, um ein Kohlebergarbeiterhaus zu bekommen. Okay. Doch das will ich mir gerne mal ansehen, wie das aussieht. Die brauchen wahrscheinlich die gleichen Bedingungen, ne? Brauchen genauso dieses... ein von der Straße entfernt sein. So. Ja. Entfernung zur Straße ein Kästchen. Interessant. Die produzieren jetzt auch nochmal alle ein Kohle jeweils. Das ist gut zu wissen. Und mal so. Aha. Jetzt kannst du eine Kohlemine bauen. Ja, ja, habe ich schon. Pass auf, das Kohlekraftwerk braucht mehr Kohle, als eine einzige Kohlemine produziert. Mache ich nicht. Nachdem du die Spielmechanik verstanden hast, überlasse ich es dir selbst herauszufinden, wie du ein modernes Silo erreichst. Modernes Getreidesilo. Mehr Logistik. Nö, will ich nicht. Es handelt sich um ein Getreidesilo-Upgrade. Sie produzieren eine Menge Nahrungsmittel, aber sie brauchen Lager in der Nähe. Wieso? 200? 400 und verbrauchen 10 gute Arbeiter. Also mittlere Arbeiter. Kann ich eigentlich einfach mal machen, aber jetzt mal ganz ehrlich. 6 oder mehr Logistik. Lagerhäuser, ne? Die geben Logistik. Weiß ich nicht. Getreidesilo brauchte Bauernhäuser in der Nähe. Die habe ich hier nicht. Hä? Oh, das ist verlassen. Habe ich es verkackt. Dann baue ich hier mal das Silo hin, oder? Oder warte mal, erstmal die Bauernhäuser. Die habe ich total außer Acht gelassen, ne? Weil die waren auch sehr effizient. Und die sollte ich sozusagen immer so bauen, in regelmäßigen Abständen. So. Und so. So. Sehr gut. Und hier noch eins. Mhm. Und jetzt baue ich hier mal so ein Silo hin. So. Und zwar da auf diesen Schnee, weil da kann ich sowieso nichts bauen. Und die dürfen keine Umweltverschmutzung haben, ne? Kein Bauernhaus. Nee, doch. Können sie ruhig haben. Dann mache ich mal hier Lagerhaus. So.
Wie viel braucht das? Modernes braucht 6 oder mehr Logistik. Dann brauche ich hier nochmal 2 Logistik. Zack, zack. Vorspulen. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Nämlich. Warum brauchen das so lange? Ah, das verbindet sich. Sehr cool. So. Hat ein Logistik eine Umweltverschmutzung? Ja, jeweils, ne? Moment. Zum Entsperren 2 von 3 Getreidesilos. Oh, ich brauche noch ein Silo. Dann baue ich das mal. So, hier zum Beispiel. So. Dann muss ich den abreißen. Und hier Felder bauen. Hier. So, das sollte gehen. Und ja, modernes Getreidesilo. Sieht ganz cool aus, ne? Sieht echt aus wie ein modernes Getreidesilo. Kann aber auch nicht mehr upgegradet werden, ne? Nee. Bevor wir weiter neue Häuser freischalten, sollten wir unsere Holzindustrie industrialisieren. Sägewerke produzieren nicht nur mehr Holz als Holzfällerlager, sie sind auch effizienter. Sie fällen weniger Bäume für die gleiche Menge Holz und haben einen größeren Einzugsbereich. Bau ein Sägewerk. Eigentlich eine gute Idee. Aber das brauchen Leute in der Nähe, ne? 4 oder mehr Logistik. Hier habe ich doch Logistik. Nee. Kann ich die auch hier bauen? Wo ich sowieso schon die Logistik habe. Mit 6 Anwohner. Hier könnte ich es bauen. Habe ich allerdings keinen Wald. Dann baue ich hier mal tatsächlich ein bisschen Holzindustrie. Einfach nur, um das auszuprobieren. Moment. Sägewerk ist so groß. Dann mache ich das dahin. Ja. So. Industrie, Sägewerk. So. Zack. Dann mache ich das bis hier. Das müsste stimmen, ne? Ja. Und dann brauche ich noch 4 oder mehr Logistik und 8 oder mehr mit Anwohnern in dem blauen Bereich. Dann mache ich mal. So. Moment. Also kann ich auch da bauen. Dann mache ich das auch. Und für das andere Sägewerk, halt Logistik. 1, 2, 3, 4 waren das, ne? So. 8 oder mehr Plätze mit mindestens 6 Anwohnern in einem Viererradius. Und hier mache ich das gleich auf der Seite. So. Moment. So. Das heißt, ich baue hier. Hier die Logistik hin. So. Ah, zu weit von der Straße entfernt, selbstverständlich. Dann baue ich die mal. Und zwar so. So. Glaube ich. Einfach damit die Bäume bleiben, ne? Lagerhäuser, zack, zack. Und Häuser. Die dürfen allerdings nicht zu weit vom Sägewerk entfernt sein. Einen Augenblick. Hä? Barackensiedlung. Bedarf ein oder mehr Umweltverschmutzung. Das ist ja krass. Sogar das ergibt dann ein anderes Gebäude. Interessant. Okay, wie auch immer. Das Sägewerk will ich nachher hier hinbauen. Das heißt, ich kann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das geht. 1, 2, 3. So. 3,
7, 8. Und das müsste stimmen. Moment. Ja, passt perfekt. Dann baue ich hier schon mal. Warum geht das nicht? 8 oder mehr Plätze. Ah, jetzt geht's. Top. Und dann baue ich hier direkt noch eins. Da spule ich mal vor. Ach, es ist schon vorgespult. Warum brauchen das so lange? Anarchistische Bar freigeschaltet. Was soll das denn? Ich habe hier schon drei Rebellenhäuser. Sag mal. Was soll das hier? Was sollen das werden? Rebellen. Wie jetzt Rebellen? Kann ich das eigentlich auch wieder downgraden? Nee, ne? Scheinbar nicht. Oh, jetzt ist er pisst. Ja, dann bauen wir schnell wieder hin, bitte. Gut, dann bleibst du bei Barackensiedlung. Schade, dass es nicht irgendwie Holzfäller werden oder so. Das wäre cool. Und das hier soll mal bitte fertig werden. Ist es. Top. Dann baue ich auch hier ein Sägewerk hin. Oh. Das hätte ich einen dicht daran machen können, ne? Ja, ist aber nicht schlimm. Tatsächlich. So. Hä? Also, jetzt geht's. Top! Dann sollte ich jetzt auch ein bisschen mehr Holz bekommen. Hervorragend. Biomasse Trockner, Biomasse Halder. Halde. Biomasse. Obstverarbeitungsbetrieb. Sag mal, wie viele Gebäude gibt es hier eigentlich, Mann? Das ist ja unfassbar. Biomasse Trockner produziert Biomasse. Biomasse Halde produziert 800 Energie. Feinstaubfilter reduziert Umweltverschmutzung. Windkraft. Ich kann Windkraftanlagen bauen. Ah, dafür brauche ich Forschung. Solartransformator, Solaranlage, Kernkraftwerk, ja moin. Produziert wahrscheinlich Umweltverschmutzung, ne? Oh, das kostet richtig, richtig Ressourcen. Aber hat keinen Nachteil. Produziert wahnsinnig viel Energie. Beinhaltet 1000 Energie. Entfernt zu Straßen ein Kästchen. Gut, wie auch immer. Ich wollte noch mal gucken, was wir hier für brauchten. Da wollte ich mich noch mal informieren. Ich glaube ja, warte mal hier, fünfstöckiges Wohngebäude. Handel. Ach ja. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich den Handel mache, ne? Schlagen wir den nächsten großen Schritt darin bestehen wird, Stahl zu produzieren, Häuser in Stadtrenzen zu bauen, einen Sportpfad ein, der die Möglichkeit verschafft, Tennisplätze zu bauen. Bauen Fußballplatz. Kann ich mal machen. Interessiert mich aber ehrlich gesagt sehr wenig. Deine Fußballplätze können aufgewertet werden. Sie bestehen aus Gras und nicht aus Schlamm. Dafür brauchst du zwei Dinge: Freischaltung, drei Sportarten und Grünflächen in der Nähe. Ein Park in der Nähe. Ja, hier sind doch Parks in der Nähe. Werden die dann grün oder was? Ein oder mehr Grünanlagen im einen Radius, also in direkter Nähe. Ah, nee, nicht hier. Hier. Zum Entsperren Sport 3. Also brauche ich noch einen Sport. Jetzt aber. Ja, das sind doch nicht diese ollen Holzbänke, sondern hier schön diese aus Stein. Jetzt wird der Tennisplatz sichtbar, aber er ist nicht freigeschaltet. Ja, ganz ehrlich, Sport interessiert mich nicht. Multisportplatz. Jetzt produzierst du Stahl. Aber zu welchem Preis? Wahrscheinlich haben sich die Häuser in der Nähe des Stahlwerks in Baracken verwandelt. Vielleicht gefallen dir diese Häuser besser, denn sie produzieren viel Arbeit und verbrauchen wenig Ressourcen. Obwohl die Menschen natürlich nicht sehr zufrieden sein werden. Unter diesen Häusern werden einige zu Rebellenhäusern. Aha! Ach, so ist das also. Da, Rebellenhaus. Wenn da diese rote Schrift drauf ist. Weg mit dir. Und neues Haus hingebaut. Und da ist noch ein Rebellenhaus. Interessant. Jetzt weiß ich, wie sie aussehen.
Und das wieder ein Rebellenhaus. Warum? Eins wird immer Rebellenhaus, ne? Kann ich nichts gegen unternehmen. Einen Moment. So. Ich glaube, da kann ich nichts machen. Ja, da, das habe ich entfernt und da ist sofort eins neu entstanden. Gut, dann ist das eben so. Was auch immer. Unter diesen Häusern werden einige zu Rebellenhäusern, die du selbst Organisation verstärken. Wenn du drei Selbstorganisationen hast, kannst du anarchistische Bars bauen. Dann selbstverwaltete Buchläden und schließlich die anarchistische Utopie, anarchistische Kommunen. Alter, what the fuck ist das für ein Game, Alter? Das ist ein langer Weg. Geh im Nachtleben-Menü mit dem Cursor auf die anarchistische Bar, um zu sehen, wie du sie freischalten kannst. Da du jetzt Stahl produzierst... Hä? Das springt aber ganz schön hin und her mit den Themen. Keine Polizeistation, verstehe. Möchte aber ganz gar nicht so gerne hier Selbstorganisation, sondern einfach, dass sie alle schön rich sind und zufrieden. Aber gut. Bau 6 Lager in der Nähe einer Eisenmine wird zu einer schweren Eisenmine. Ach was. Ist das so? Moment. Na toll, habe ich genau zu weit weggebaut. Dann baue ich hier nochmal ein bisschen ein paar Lager hin. 6. Machen wir mal hier, ne? 1, 2, 3. Ah ne, ist so weit weg. Nicht, ist nicht so weit weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Bereit zum Upgrade. Jetzt produziert er nicht mehr 5, sondern 50. What? Okay, das mache ich drüben genauso. Das ist ja richtig, richtig crazy. Dann, wo ist denn die Mine? Da. Da muss ich einfach nur welche hiervon ersetzen. Mache ich hier doch direkt die hier. 3, 4, 5, 6. So. Top. Kannst du einen Stadtrat bauen, der ist mir möglich, mehr Politik zu machen. Ey, das ist ganz schön viel. Vor allem, ganz ehrlich, ich will eigentlich nur ganz gerne wissen, wie ich Handel treiben kann. Ich habe bisher nur ein einziges Gebäude gefunden, nämlich das hier. Da steht 10 Handel. Also, vor allem das Ding ist, das ist hier Einkaufszentrum mit einem Stern und hier ist Supermarkt. Aber Supermarkt macht einen Versorgungsdienstleistung und ein Werkzeug. Also, verstehe ich nicht so ganz. Stadtrat, Werkzeuge. Nachbarschaftsrat. Wie mache ich Handel? Fischmarkt, Versorgungsdienstleistung. Bankwesen, Handel. Ich verstehe es nicht. Also die Bank. Was ist denn? Kann ich hier zum Beispiel welche zu Handel machen? Nee, ne? Ökologisches. Achtstöckig. Hat 5 Handel. Und die hier? Hat 2 Handel. Ah, warum kann ich die dann nicht bauen? Moment mal. Fünfstöckiges Wohngebäude. Fünfstöckiges Wohn- und Geschäftsgebäude. 50 oder mehr Plätze. Jetzt verstehe ich. Weil es keine 50 sind, es sind 16. Boah. Okay, aber ich sehe auch übrigens gerade, dass ich jetzt schon wieder ordentlich aufgenommen habe und wollte eigentlich auch nochmal kurz wieder reinschauen. Und ich werde, glaube ich, aber alsbald, vielleicht sogar schon übermorgen oder so, weiterzocken, weil das macht richtig Spaß, das Game. Ich bin sehr positiv überrascht und das ist ja auch nur unsere Teststadt, ne? Hier lernen wir einfach nur und wir bauen unsere richtige Stadt, das kommt ja alles noch. Aber ich würde tatsächlich für heute erst einmal die Aufnahme
beenden. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und würde sagen, bis zum nächsten Mal.